Hallo ihr Lieben und willkommen zum kleinen Ausblick mal auf Six. Kurz vorab, leider kann ich nicht groß zusammenschneiden, da mein Schneideprogramm ein wenig Probleme hat im Moment. Von daher, wir zeigen uns erstmal ein Boardgame. Das ist Six, Pool Party Six. Seid gegrüßt, kann ein bisschen tanzen und so weiter. Yeah, yeah. Passt auf. Unten in der Beschreibung, gleich zuallererst. Ihr müsst nicht bis Minute 10, 20, 30 schauen. Sind alle Links, welchen Guide. Da ist der Guide zu sehen, welche Runen ich verwendet habe. Ich habe 21.09 gelevelt. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel Leben. Das habe ich aber wieder durch Dorans Ring und so weiter ein bisschen rausgeholt. So, was machen wir? Midlane? Es ist ein Bot-Game, nur um kurz zu zeigen. Wir machen es. Ich versuch's. Ja, ich sag's immer, ich mach's kurz, dann kommt 20 Minuten mal raus. Ich mach's kurz. Als erstes, wie ihr levelt, und dann kommen immer mal ein paar Ausschnitte. Bam, bam, bam. Wie wird's gemacht? Zuerst levelt ihr Fähigkeiten, hat der springende Bombe. So, macht er hier, seht ihr in diesem Radius. Bis dann kommt er, sonst muss er hingehen. Lol, das war außerhalb des Radius. What? Pass auf, ihr seid meine Zeugen. Ich werde mal eine Meldung an Riot machen. Übelst aus dem Radius. Klappt, siehst du? Trick 1, merkt euch, ihr könnt außerhalb eures Radius klicken. Das heißt, ihr seid übelst. Lol, das wird ja immer weiter. Warte mal. What? Hey, wo ist die Bombe hin? Wollen wir verarschen? Wollen wir verarschen? Ich wollte euch doch nur verarschen, Mädels. Na, wer ist jetzt bis jetzt drauf reingefallen? Ich weiß es nicht. So, als erstes, jedenfalls eure. Findet den Trick. Ich verrate ihn, ich will ihn nicht. Ich habe bewusst jetzt ein bisschen eingebaut. Ich wollte mal sehen, ob ihr euch verarschen lasst. Wer als erstes in den Kommentaren schreibt, woran es liegt, warum man es trotzdem ausführt, es ist eigentlich einfach, aber ihr sagt's bitte. Ihr sagt's einfach. Denn er ist einer der Champs, der es tut. Nicht wie manche andere vielleicht. So, die Bombe zuerst und ihr traktiert immer den Gegner. Ihr seht's, wie ich es mache. Immer schön die Last Hits auch zur Not holen damit. Huch. Nicht vergessen, Last Hits. Ich gehe jetzt nicht auf die Last Hits an, sondern einfach nur, wie man mit den Champions spielt. Weil Last Hitten, sorry, ja, da muss man jetzt mittlerweile aber auch schon mal selbst ein bisschen geguckt haben, ne? Hier, so, zack. Ich bin nicht ungeduldig. So, wups, Last Hit, scheiß drauf. Zack, Bombe zu ihm. Putz. So, Six hat. Genau, jetzt gehen wir als nächstes auf Fähigkeiten ein. So, jetzt haben wir freie Bahn. Six passiv. Mit alle 12 Sekunden macht er mit einem normalen Angriff zusätzlich 24 Damage und halt nochmal, was er an AP hat. Skaliert es ein bisschen mal mit 4 mal 4, was ich. Das heißt, je mehr AP, umso stärker ist alle 12 Sekunden auch diese Bombe. 150% an Strukturen, das heißt übelst. Das macht also nochmal Damage. Deswegen auch unbedingt, na, seht ihr mal, nochmal einen Hit machen. So, die Bombe werft ihr natürlich auch so, dadurch, dass sie springt, kann sie auch über Minion springen. Seht ihr, hat ganz knapp geklappt. Beziehungsweise nicht. So, er wird verlangsamt durch die Bomben. Zack, Bombe. Minion war im Weg. Arschloch. Als nächstes levelt ihr einfach Q. Und unbedingt als nächstes eure Bomben. Habt ihr gesehen, dieses Minenfeld, was wir werfen können. Dadurch, was übrigens schön lange liegen bleibt, wird der Gegner verlangsamt und kriegt Damage. Und wenn er natürlich durch mehrere Bomben läuft, kriegt er Fett in die Fresse. So, was macht er denn hier? So, jetzt zeigen wir ihn erstmal, wie es ist. Und so. So, jetzt haben wir sie mal ein bisschen pushen lassen. Dann kommen wir hier. Zack, holt euch immer nur die Last Hits. Ihr kennt es. Hier, wenn er da hinten steht. Last Hit. Last Hit. Man muss sich natürlich nicht fangen lassen, wie ich jetzt gerade, aber wir schauen mal, ob Swain noch da ist. Und dann seht ihr nochmal gleich, nachdem ihr dann euren Q gelevelt habt, das heißt die Bombe, die ihr schmeißt, Minenfeld, Sprengladung, natürlich den Ulti nicht vergessen. Jetzt schauen wir mal, wie es geht. Mit dem Minenfeld ins Gesicht. Bombe nochmal. Entzünden. Wäre nicht nötig, hätte die Bombe frei. Wenn ihr auf Nummer sicher geht, habe ich Entzünden genommen. Man kann auch Heal erstaunlicherweise mitnehmen in der Mitte. Und damit rechnet niemand. Weil Tix kann mit seinem Bomben-Damage die Bombe noch hinterherwerfen, ist im Grunde sein Entzünden. Wer es gut timet und mit Tix übt, kann's. So, hier, zack, boom, boom, weg. Seht ihr, in die Minen gekickt. Das war's. So, einfaches Six. Erstes Item, verbotene Götze. Erstmal nur, um den Mana-Rack zu holen, ein bisschen. Und 10 Sekunden, 10% Abklingzeitverringerung. Nicht schlecht, kann man mal mitnehmen. Seid ihr wieder dabei? Habe ich nämlich als nächstes vor Richtung Morello, ist einfach das Beste.
nochmal das Buch geholt, den boshaften Kodex für Ablenkzeit und nochmal AP. Huch. Siehst du, der Gegner möchte zurückrennen, da schmeißt ihm die Bomben hin. Wenn er verlangsamt ist, schmeißt ihm alles entgegen. Und zwar die Bombe, so. Also trifft hier euer Erzünden, wie ich erwähnt hatte, ist einfach nochmal die Bombe. Adios. Das war's. Gut. Swain ist kacke. Als richtigen Gegner wird es natürlich schwieriger. Was man auch erwähnen darf, viele kennen natürlich Hand of Blood. Mag ich ihn auch, super Kerl, auch eine super Einstellung, Gott sei Dank. Als Fake Facts, hätte ich gesagt, als LOL Facts, die Stimme von Six. Passt mal auf. Erkennt ihr sie? Pass mal auf, hört mal hin. Ich mag meine Gegner so wie meine Bomben. Kurz vorm Explodieren! Na? Na? Falls nein, guckt mal Dr. House. Und Wilson. Das ist die Stimme von Dr. Wilson. Das ist sie. Ein lustiger Effekt, wer den kennt oder nicht, kann ihn behalten. Kurz und knapp, wir holen uns mal den Blue Buff noch nicht. Hier seht ihr, wenn er so dicht rauskommt, der Gegner, wenn er so doof ist, dann bratzt ihm gleich alles entgegen. Bombe hinterher, hier, zack. Ihr möchtet zurückrennen, macht ihr alles hin, zack, zack, Bombe, tschüss. So. So, soll ich noch was erklären? Reicht der Guide? So, das war's. Das ist die Spielweise. Blue Buff brauchen wir, können wir eigentlich machen. Zur Mechanik. Zix, wenn ihr nicht trefft, Zix ist ein reiner Skillshot-Typ. Alles ist Skillshot, egal was. Könnt ihr das nicht, verkackt ihr euer Skillshot. Pech. So, und jetzt machen wir auch mal einen Trick. Hier könnt ihr natürlich auch über Bomben. Machen wir mal so. Zack, könnt ihr auch rüber. Nutzt das aus. So, und hier könnt ihr ihn kiten durch die Bomben. So, pass mal auf. So. Wenn ihr zum Beispiel mal sehr low seid, kitet ihn durch die Bomben und tschüss. Dann können wir unten mal ein bisschen aushelfen. Nehmen wir unseren Heiltrank, den wir haben. So ganz easy. So ist die... Ich kann gar nicht groß mehr erklären. Six, wenn der Skillshot nicht trifft, bist du tot. Jetzt lassen wir die Bombe mal fallen hier. Gucken wir mal so hier. So, zack. Habt ihr gesehen? Doppeltötung. Alter, was geht denn der Minimi am Arsch? So, weiter. Da möchte der Swain aufmucken. Hier, Skillshot. Zack, schauen. Da möchte er gleich bestimmt zurückgehen. Schubst ihn zur Not rein. Und euch zurück. Gut, kein Gegner wird in der Liga so doof sein und da durchgehen. Aber viele machen es aus Reaktion und gehen durch. Nutzt es aus. Das Spiel ist ein übelstes Psychospiel. Das vergisst immer mal jeder. Das ist reine Vorhersage. Zum Beispiel, wird der Gegner ausweichen oder nicht? Wohin wird er ausweichen? Was wird er machen? Bla, bla, bla. Nutzt das einfach aus. Auch ein wichtiges Ding, in dem Guide, den ich unten verlinkt habe, bin ich etwas abgewichen, um es zum einen selbst zu testen, was erfolgreicher wahrscheinlich auch sein wird oder ist. Wie man sieht, kann man nicht sagen, ich meine, wenn Six gefeedet ist und die Gegner nicht ganz so blöd, ist es easy. So. Wichtig, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wenn ihr eine Fähigkeit nutzt, lädt sich auch Six Megabombe auf, hier seine Passive, dass ihr die macht. Zack, gucken, werfen wir. 7. Zack, ready. Jetzt hat er wieder die dicke Bombe. Das heißt, wenn ihr zwei... Komm auf, machen wir mal so. Zack, Auto-Hit in den Weg. Dodge da, entzünden, zack. Würde er treffen. Darum entzünden. Darum bin ich mittlerweile ein Friend von entzünden. Zack, Auto-Hit. Zack, boom, Fähigkeiten, boom. Zack, Struktur. Siehst du nochmal einen Hit? Bombe, habe ich nicht ready? Ich habe nichts ready. Shit. Hm, kann man auch mal machen. Vorab, das Spiel wird... Also es wird noch ein Spiel direkt dazu geben. Als nächstes Item. Wichtig vorab, ich habe einmal Schuhe geholt. Core-Items. Das sind Zauberschuhe, Rabadons. Ihr könnt wählen zwischen Morellos. Ausnahmsweise Zix sind gut empfohlene Gegenstände. Könnt ihr nicht ganz so viel verkehrt machen. Athens Unterliga Gral für Manarek ist super, auch super. Vergisst es niemals. Das hat 25 Magie-Resi. In der Mitte habt ihr fast immer. Ihr habt Brand. Ihr habt Cassiopeia. Ich habe die extra ausgesucht dafür. Ihr habt Cassio, Malta, Swain, Annie. Gut, Yasuo ist eine Ausnahme. Aber im Grunde geht es in die Richtung. Jetzt verkaufen wir gleich mal Trank. Guck mal, wir sind so ob. Jetzt gehen wir noch mehr auf Damage, um die Gegner zu schocken. Jetzt haben wir 294 AP. Seht ihr auch wieder, das skaliert mit unserem Angriff. Das heißt,
verursacht zusätzlich 72. Pass auf, wir teilen es mal am Blue Buff. Warte, wir nutzen die Ultima und machen mal die Welle hier weg. Pass auf. So. Dann ist die Welle unten frei. Sollte man selten machen, weil der Cooldown ist 90 Sekunden. Wir haben jetzt Reduktion von 25%. Das ist schon... muss man nicht machen. So, komm durch hier. So, zack, zack. Habt ihr gesehen? Easy. Und wichtig, wenn ihr es perfektionieren wollt, perfektioniert die kurze Lunte. Alle Fähigkeiten, die ihr macht, gehen dann wieder zurück. Das heißt, damit könnt ihr spielen. Ihr könnt den Gegner so an die Wand spielen. Zack, pass mal auf. So. Zack. Bombe. Schon habt ihr die wieder frei. Zack. Lass ich gar nicht erst zu. Flash, weg. So. Zack. Habt ihr gesehen? Ist frei. War wieder frei. So, jetzt könnte wieder einer kommen. Zack, ist frei. Gut. Zack. Zack. So, jetzt hätte ich schon wieder die Lunte frei. Bombe hinterher. Schaffen wir nicht ganz. Jagt den Gegner, die Bombe, die Abklingzeit, ihr seht, die ist immer da. So gut wie. Jagt den Gegner, jagt den Angst ein, was auch immer. Burstet ihn. Den Arsch und dann Himmel weg, hätte ich gesagt, und dann Pimmel weg. Zu weit geworfen. Nein. So. Ach, scheiße. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. So. Noch ein Ding. Es sind alles immer so kleine Tipps, Dinge, die ich im Raum werfe. Viele kennen es ja eben doch schon. Wenn ihr die Bombe nutzt und seid irgendwo hin auf dem Weg, zack, beeilt euch. Das ist eine Sekunde, die ihr rausholt. Aber schaffen wir denn nicht? Guck, da ist ein Teamfight. Entschuldigung. Da wisst ihr, guck mal, hier kann jede Sekunde zählen. Zack. Naja, schade, dass er nun das gemacht hat. Nehmen wir mal penetrant auf den Sack. So, in den Weg gelegt. Gut. Skillshots. Wenn die nicht sitzen, ist Six nichts wert. Sitzen die, ist Six das geilste Stück, was es gibt. So, Bomben, Boots. Bomben, zack. So, komm. So, rüber, Bombe, zack, zack. Bitte, habt ihr gesehen, ich habe die Lunte wieder frei gehabt. Boots. Na, komm schon. Boots, Lunte frei, zack, Blue Buff. Das ist easy, klar. Ich habe jetzt massig Kills und so weiter. Nutzt auch die Ranged. Ihr könnt schon eine Bombe werfen. Bis ihr da seid, die Hirn lastet. Zack, Bombe einfach mal setzen. Könnte. Ihr habt Mana. Ihr könnt, wenn ihr schon wisst, kommt gleich eine Minion Wave, werft voraus. So, zack. Verbessern. Passiv nutzen. Minions clearen. Übelstes Tempo. Werdet besser. Optimiert jeden Verkleinkampf. Also es ist schon... Das ist ja das Anläufe, wo ihr sagt, boah, die Profispieler, die nutzen jeden Mühe, jede Fähigkeit. Hier unten könnt ihr gleich zum Beispiel Brand, ja, kommt sogar Brand, hier, zack, zack, zack. Hier, zack, boom, entzünden, tot. Klar, er hätte jetzt auch sein Ulti zünden können und ich wäre auch tot. Hat er nicht. Spielt den Gegner an die Wand. Ich erwähne es gut, spielt ihn an die Wand, nicht er euch. Das ist lol. Ihr seid der Gewinner. Du kannst ein Gewinner sein. Ja, auch du. So, jetzt machen wir das Feld hier dicht. Wenn hier einer kommen möchte, nutzt auch das aus. Habt ihr genug Mana? Warum nicht? So, Lunte ist frei. Zack. Hier, Bombe. Boom. Cleared. Boom. Lunte ist frei. Fähigkeit werfen. Zack. Hier ist er. Da kommen sie sogar. So, Annie. Ja, ich habe kein Mana. Lol, schneiden wir raus. Nochmal zur Optimierung. Werft Fähigkeiten. Werft voraus. Auto-Hit, Bombe. Zack, zack. Clearen. Tschüss. So, zum Beispiel, wenn ihr wisst, da oben kommt gleich noch eine Mini-Welle, die ist jetzt ein bisschen weiter weg. Hier nutzt jeden Meter. Ich habe jetzt noch Ludens Echo geholt. Zack, zack, zack. Zack, boom, tschüss. Nutzt alles, was ihr habt. Ihr seid Six, ihr habt massig Fähigkeiten. Cooldown ist natürlich für die Sprengladung enorm. Testen, ob es hier rüber geht. Gucken wir, machen wir so einen kleinen Radius. Und ihr seht, sogar mit Abstand. Hier hätte noch ein bisschen Luft gehabt. Man hätte noch ein bisschen verkacken können. Klappt, nutzt es. Dieses Springen ist übelst. So, ihr seht, mit Ludens Echo geht's hier ab. Na, Cassio? So. Seht ihr's? Das ist Six. Weg damit! Oh, New Meta. Bronze Ob, übelst. So, hier Bomben schmeißen.
Ich habe die Lunte frei. Ja, Ludens Echo. Itembild, ist wie sie alles verlinkt unten. Definitiv Rabadons. Ludens Echo, möchte ich mal zu erklären. Viele wissen gar nicht, das richtig zu nutzen. Aber, pass mal auf, ich nutze mal die Bombe. Und Ludens Echo springt über. Das heißt, wenn jetzt die Bombe noch liegt und einer durchgehen würde, und ihr habt in der Zeit Ludens Echo halt wieder frei. So. So wie da jetzt. Ah, wird's vielleicht was? Seht ihr? Ludens Echo springt über, auch auf den Bomben. Und den Damage, den wir machen, ja, ist dramatisch. Ist dramatisch hoch. So, Auto hat nicht vergessen. Unten immer noch mal gucken. So, zack, zack, hier Bomben nutzen. Na, jetzt gehen die zurück, shit. So, Auto-Hit. Hier, damit ihr wieder die Dunte habt. Zack, hab ich mehr Damage. Es ist Zeitoptimierung. Manchmal ist es auch nur noch ein Hit. Wer kennt es? Wer hat es? So, dann wisst ihr, wie scheiße es ist. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol, lol, lol. Was ist das hier für ein Troll? Und? Gut. Und? So spielt ihr Zix. Mir kann ich nicht erklären. Das Spiel dafür, das folgt. Kann ich auch gar nicht sagen. Ihr seht's, dreifach tötet. So spielt man's. Legendär. Gut, Damage. Damage. So. In den Weg werfen da hinten. Hat mir ganz gereicht. Hier unten die Minionwellen immer mal mit aufhalten. Zack. Gut. Oh lol, tot. Das schneide ich jetzt nicht raus. Obwohl, das nutze ich dafür aus, um das zu erklären. Und zwar habe ich jetzt unten fast mein Fullbild. Schuhe, natürlich die Zauberschuhe, Schneider zu sein, Ludens Echo auch. Na, habt ihr gesehen, zum Überspringen. Das gibt nochmals, das gibt Damage. Euer Passiv geht durch die AP in die Höhe und verursacht zusätzlich Damage. Also, wisst ihr, diese Stack-Fähigkeiten, die Zix hat im Grunde. Die, wo niemand sagt, der macht mit seinem Passiv-Dings. Im Grunde muss man damit rechnen. Hast du AP, ist schön, 120 AP, Rabadons Todeshaube, das deckt sich alles bis dumm und dämlich. Dorans Ring kann man weghauen. Dafür können wir jetzt hier wunderschönen Glanz holen. Warum Glanz? Kann ich erklären. Sogar gleich an einem schönen Beispiel, Pastuff. Ich kann es nicht erklären. Ich hole mal einen Dragon. Jetzt sehen wir es mal am Dragon und pass auf, ich mache eine Fähigkeit. Hab kurze Lunte ready und Glanz. Macht 600 Damage. An einem Drachen, an einem Drachen, an einem Drachen. So, normal macht es nur 100. So, pass auf, Bombe. Muah. Komm, gehen wir mal hier rüber. Na, ist so gut. So, jetzt haben wir Reit. So. Weißt du, die Fähigkeit, dadurch, dass ihr Glanz habt, es deckt sich alles bis dumm und dämlich. Glanz geht auch wieder mit kurze Lunte. Kurze Lunte macht 224 zusätzlichen Damage. Heißt, Lunte plus Glanz ist das Stack. Da haben wir wieder diese Stack-Möglichkeit. So. So. Könnten Gegner auch auf den Sack gehen hier. Mach ein Auto-Hit, Mensch! Lol! Jetzt wirft doch mal eine Bombe und? Ich glaub's nicht. So, komm, jetzt hier. Jetzt ist Schluss. Geht doch. Entschuldigung, so spielt man rum. Das ist Zix. Ich kann nicht mehr erklären. Nutzt es oder nicht. So. Bis dahin. Für Fragen, haut's rein. Ich könnte, ich weiß, wie immer mehr Millionen mal Sachen erklären. Fluch des Lichts. Jetzt haben wir Fullbild. Nochmal einmal die Schuhe verschnellen für 20% dauerhaft Lauftempo, nicht 20%, 20% Lauftempo dauerhaft. Nicht nur von der Basis, dann seid ihr bis hierhin schneller und das war's. So seid ihr dauerhaft schneller. Vielen Dank, bis dann. Ciao.